Tip! I'm so excited! But let's keep it together. At least until the first death. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his blood bowl! Nice weather to play Blood Bowl. This team has been working and training harder than a Skaven slave does to stay alive. Oh, what's this? Bloodweiser. Well, some people know what's good. Ja, huhu, hier wieder beim Koalion bei Blood Bowl 2. Diesmal nicht mit der Nordpol Chaos Squad, sondern mit unseren Nordpol Treehuggers. Wollte ich mal rauskramen wieder. Leider hat der Computer unsere Liga irgendwie gelöscht. Ich weiß nicht, ehrlich. Aber das Team gibt's noch. Deswegen habe ich einfach mal eine neue Liga erstellt. Und dann zocken wir mal. So, ich habe keine Ahnung mehr wirklich, wie unser Team hier auch aufgestellt wird. Wir gucken einfach mal nach. They're fast and an opposing team will need to be as fast as they are. Auswechselspieler, weil wir so, glaube ich, so viele Casualties passiert hatten letztes Mal. So start punching them now. Und noch einer. Meister Beanie. Feder. Und noch ein Ersatzspieler. Okay, wir haben vier Ersatzspieler. Das heißt, die tun wir noch alle mal nach vorne hier. Wird dann gleich schwer für unsere Wiederholungswürfe. Der Pölle. Auf die Seite. Alucard. Auf die Seite. Zu. Aber auf die Seite. Nach hinten noch. Dann haben wir hier noch einen Ersatzspieler. Meister Beanie steht da ganz gut. Rarazal. So, und die beiden Kampftänzer Feder und Hexchen in die Mitte. Und so können wir doch ins Spiel gehen. Und schauen, dass uns die Skaven nicht verprügeln. So. Well, the weather won't be an issue. Das Wetter ist schön. Und wir stellen mal wieder die Zwischensequenzen aus. Ja. Ich hoffe ja, dass das nicht daran liegt, dass man nur mit einem Team in einer Liga spielen kann. Das wäre ein bisschen doof, weil dann würde die Liga von der Nordpol Chaos Squad jetzt auch irgendwie wahrscheinlich gelöscht werden oder sowas. Not what you'd expect. Der Skaven kann den Ball nicht aufnehmen. Oh, er schafft es mit Wiederholungswurf. So, jetzt geht's los. Jetzt werden wir gehauen. Autsch. Na gut, das sind die Ersatzspieler, die wirken können. Obwohl sie früh im Spiel ist, ist nicht gut, wenn wir Spieler verlieren hier. Der geht zu Boden. Und wir sind dran. So, wir hatten noch hier Ball entreißen auf den Kampftänzern drauf. Das könnte uns jetzt ganz gut helfen. Denn der Typ da hinten hat nur Stärke 2. Das heißt, wir müssen eigentlich nur mit einem Kampftänzer durchbrechen und da ein bisschen Trouble machen. Mit welchem Kampftänzer können wir denn am sichersten dahin? Hier rein, da hochspringen. Okay. Laufen wir hier hin erstmal mit Feder.
They're getting up close and personal, Bob. You need to be close. Oh, scheiße, so close they can smell. Oh, wait! Something's happening. The ultimate weapon of a war dancer is powerful spring. Okay, das war jetzt doof. Dann machen wir jetzt Blitz. Laufen. Hier hin. Springen hier hin. Dance! Jump! Is there anything they cannot do? I bet you they can't put three McMurdy sandwiches into their mouths at the same time. So. Und folgen. That player was attacking the ball. Aim for the head, kiddo. Und wir haben den Ball und gehen auch mit dem Buffer raus. Das ist gut, das ist gut. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben den Pölle noch hier und wir haben den Alucard. Der Alucard hat Ausweichen. Versuchen wir mal. Natürlich schafft er das hier. He's going to sleep and maybe we will see him on the pitch later. In die K.O.-Box. Schade, schade. Na gut, es war ein risky Spiel, aber wir haben den Ball. Das ist das Wichtige. Das Problem bei den Waldelfen ist immer, also man kriegt den Ball ja relativ fix, aber es sind immer dieselben Spieler, die den Ball kriegen. Es ist schwerer, den die Touchdowns zu verteilen. Ich bin gespannt, ob da jetzt gleich noch da wird ein Blitz auf den Ball. I bet the opposition didn't even see it go by. Against Skaven, I mostly relied on odor, Jim. When it smells like old cheese, I let it rip. Da kommt der Block mit einem Blitzer. Und leider geht Hexi noch zum Boden. It was time. Not far from the end zone. Und der Blitzer hat den Ball. I haven't seen a rat run so fast since I fired your agent. Feder wird gepusht. Und jetzt sind unsere Auswechsel, unsere Gastspieler wieder dran. Oh, ein Go for it für nix und wieder nix. Und sogar ein Ausweichen. Es scheint guter Dinge zu sein, dass er da gleich werfen kann. Aber wir haben noch Kampftänzer mit Stripballer. Okay. Aber erstmal einen Unterstützer nach vorne bringen. Den Pölle nämlich. Hat der Tackle? Nein, hat er nicht. Sehr gut. Dann machen wir jetzt den Blitz. Und werden hier mal den Ball entfernen. Oh, this could be fun. Especially if the ball holder goes down. That's the way. Get him early. If the player remains unmolested, they could sprint into the end zone. Of course, that's quite a big if. Unterstützen hier. Und hier kommen die restlichen Spieler zur Unterstützung. Meister Bini, einmal einen Block hier gegen den Skaven. Und folgen. Oh, der lebt sie sogar. Sehr gut. Und weitere Unterstützung. So, die beiden stehen da jetzt ziemlich in der Gegend rum. Mal sehen, was das bringt. Well, they had to retreat a little. It was getting dangerous. Ja, da kommen sie schon wieder zurück. Oh, ich muss mich so umstellen jetzt von der Nordpole Chaos Squad auf die. Das ist ein total anderes Spiel. These Skavens are just too fast. Look at them. Hey.
tut der Blitz gegen den Ballträger oft auf keine 6 beim Gegner. Ja, sehr gut. Das reicht. Wir behalten den Ball. There's no harm in making a block on the ball carrier. Well, actually, you could do a lot of harm. That's kind of the point. So. Das sieht doch ganz gut aus. Hier haben wir die Möglichkeit, den wegzublocken. Und zu folgen. So, mit einem Go for it hat der Zu die Möglichkeit, einen Touchdown zu machen. Das werden wir doch gleich mal versuchen zu machen. Erstmal machen wir den Ballträger frei. Less pressure on the ball. It's a good move. Und Feder läuft dann mal hier hin. Und macht ihren Pass auf Zu. Come on. I smell a quick touchdown here. Touchdown? Nein! Dazu zweimal schlecht gewürfelt. Ja, scheiße. Das wär's gewesen. Und hat er noch einen hinten? Nein. Also dann zumindest, wenn wir noch die Möglichkeit haben, wenn alles gut geht, vielleicht den Ballträger nochmal zu blocken. Und ihm den Ball zu entreißen. Der Pölle muss gerade leiden. Nee, da gehen wir keine Apotheke aus, das ist nur ein Ersatzspieler, der interessiert uns nicht die Bohne. So, hier geht er in Touchdown-Position. That speed optimistisch. Will be difficult to catch. The tail, Jim. All you need is the tail. So, kommen wir da vernünftig dran? Komm, Feder. Sehr gut. Rein. Now this is getting exciting. So. Ersatzspieler. Wir nehmen den Ball. Meister Bini nach vorne. Mit dir. Und extra noch nach vorne. So, wen haben wir hier? Den Rarazal, der geht auch nach vorne. So, du schaffst mit einem Go-Flirten-Touchdown. Den weiten Pass wird er, glaube ich, nicht schaffen, aber wir stellen trotzdem mal einen hier hin. Für den Fall der Fälle. Und ich bin auch geneigt, den dritten hier an den Ball zu ziehen. If they were vulgar enough, the player could spit into the end zone. So, jetzt dürfte es für den Gegner relativ schwer werden, den Ball zu holen und gleichzeitig einen Touchdown zu machen. Also ich möchte jetzt mit dem Spieler jetzt nicht den Touchdown machen, weil das ist, wie gesagt, ein Ersatzspieler. Einer von meinen Feldspielern wäre ideal als Touchdown. Nennt man das Touchdown-Macher? Irgendwie doof, ne?
Sturm verursache. Da laufen sie, die Skaven, umzingeln meine Elben. Armen Elfen. So, hier ist der Gossenläufer wieder aufgestanden. Und jetzt kommt der Blitz. Der Einserblitz. Not a wise place to end your turn on the border of the pitch. If the player gets pushed into the crowd, ja, den Ball well, geht verloren. The last time that happened, it took 3 days to piece the body back together. Aber ist nicht so wild. Der Ball liegt frei. Gibt dann noch einen Spieler, der da hinkommen könnte. Und das macht er nicht. Er ist schon fast sicher, dass wir jetzt einen Touchdown scoren. So, wie machen wir das denn am besten? Wir machen hier, erstmal schubsen wir den weg. Wenn wir schon mal die Gelegenheit haben, Skaven ins Feld zu den Zuschauern zu schieben. Oh, he's going to get intimate with the fans. I hope they're not too excited. Und im nächsten Mal vielleicht sogar der nächste. So. Aufstehen. Ranzal, der Touchdown ist dein. The player's taking the ball. And the end. Oh, look at this. Jim, you think it's a touchdown? Einfach nochmal hinschmeißen. With that touchdown under their belt, we can finally get this match started. So, none of the knocked out players seem to have awoken in time for the next down. That must be one heck of a dream they're having. Two players down is hard to come back from. He'll need some subs. They've kicked the ball to the opponents. Now it's time to think defensively. Ja, zwei Spieler weniger ist natürlich. Hat ein Kampftänzer bei uns erwischt. Für einen Gegner. Ja, aber zumindest die Line hat es erwischt beim Gegner. Der Ball liegt ziemlich weit vorne. Das gefällt mir eigentlich nicht so. Könnte sein, dass die Skaven jetzt noch den Ausgleich machen vor der Halbzeit. Vielleicht hätte ich noch was warten sollen im letzten. That's it! Pick up the ball. Apparently, it's more difficult than it seems. Da kommt der Blitz gegen den Kampftänzer. Aber der geht nicht zu Boden. He's on him now, like a halfling on a hot dinner. Zwei Go-Fools. Okay, das Ausweichen eigentlich ist. Wiederholungswurf klappt jetzt 2x2 plus. Schafft er beide. Those vermin are fast, yeah. Alles klar. Meister Vini nach vorne. Und wir holen uns hier den Ball. Also versuchen es zumindest. Oh, der hat keinen Blocken. Und verletzt. That's how you take a rat man, Jim. Solid punch to the mangy critter will stop it flipping around. Well, at least they're not dead. Wo haben wir denn hier vorne stehen? Alles nur Ersatzspieler. Ich geh noch einen raus. So, der zu. Der holt sich jetzt mal den Ball. Und läuft noch was nach vorne. Einfach ein bisschen unterstützen hier, Beiträger. So, sieht doch gut aus. Wir haben den Ball und you
Die Skaven müssen wieder zurück. Und eine gute Präsenz in Ballrichtung. Der Zug könnte sogar mit einem Go for it, glaube ich, schon nächste Runde den Touchdown machen. Whoa, that Skaven moves like a brown streak. Well, that's one way to describe it. At that speed, it will be difficult to catch. The tail, Jim. All you need is the tail. Es ist kein Blitz, aber versucht ihn zumindest hier unter Druck zu setzen. Doch, jetzt kommt der Blitz. Alles klar. Und zu bleibt stehen. Jetzt wird er umgehauen. Nein, er wird nur geschoben. Okay, that's it. Aim for the ball carrier. Take them down. So, Touchdown ist diese Runde nicht ohne Probleme möglich. Das heißt, wir müssen noch eine Runde warten. Wir schicken Meister Bini mal hier hinten hin. Du blockst mal den. Damit sich unser Kampftänzer frei bewegen kann. Feder nach vorne. Zahlen aufstehen. So. So, den würde ich ganz gerne umblitzen hier. Folgen. Looks like that's due on the menu tonight. They've smacked a player to relieve his team. Well done. Kleiner Cage für den Zoo. Und der Pölle. Ja, der hat es jetzt gleich schwer hier rauszukommen, aber wir versuchen noch das. Suchen hier den Pölle mal aus der ganzen Bredouille herauszuziehen und er schafft das auch. Like a tadpole, the skink slips between a pools. Und mit zwei Wurfels schafft er sogar noch weiter nach vorne zu laufen. Perfekt. So. Gucken, was die Skaven machen. Die sind ja auch beweglich genug, um hier die ganzen Bewegungsmanöver der Waldelfen mitzumachen. Ich glaube, ein Blitz auf den Ballträger wird schwierig für die Skaven. If the player is pushed here, it will finish in the public. And in general, fans are much more dangerous than players. Da gibt es einen Blitz gegen Rarazal. Hoffen wir, dass ihm nichts passiert. Ne, sehr gut. Einser Block. Und das sieht uns nicht. So. Exchen, mach mal den Weg frei für den Zoo. On the edge of the field there. Within grasping range of the fans. And they're looking hungry. Und da ist der Touchdown durch zu. What a great play! Touchdown! The winning squad have built up quite the lead. Is it too late for the other side to counter? Sehr schön. Quietschestuhl ist auch begeistert. Halbzeit, wir führen 2-0. Ups. Wakey, wakey. One team's got some early knockouts back.
They should replace that player before they lose any more. This team needs to remain calm and collected, or else they'll be kicking the ball back to the winning team again! Wir versuchen jetzt gleich mit dem Ratsaal mal den Touchdown zu machen, damit er kommt. Und ich denke, ich versuche den... Touchdown zu machen. Alucard hat schon einen Aufstieg, hat Ausweichen gekriegt. Pöller ist gut dabei. Wo ist denn der Beanie? Hier hinten ist der Beanie. Den Beanie versuche ich jetzt mal als Ballträger zu missbrauchen. Zumindest als ersten Werfer, damit er seinen ersten Starspielerpunkt bekommt. So, hier haben wir den. Den will ich dann auch darstellen. So, haben wir alle vier Einzelspieler hier. Dann können wir den Kampftänzer nach vorne ziehen, weil der Block hat. Damit er den ersten Block macht. Wobei es gerade ziemlich doof ist, wie ich gerade merke. Okay. Der Ball ist da ganz hinten. Alles klar. Gut. Those players are running each other ragged, Bob. Were you much of a runner on the field? Absolutely not, Jeb. I stood on the line of scrimmage and my victims, I mean, rival players, came to me. Nach vorne mit dir. So. Den Pelle mal ein bisschen nach hinten holen. Meister Beanie holt sich den Ball. They've grabbed the ball. A wise move, as it's quite fundamental to the game. Und passt direkt mal auf den Pelle. It's a pass. They shot that ball out of their hand like a cannonball from a lead belcher. So, hier haben wir einen ausweichenden Gossenläufer. Das ist doch ein gefundenes Fressen für die Rarasal, oder? Oh, nicht unbedingt. Nein, und wir bleiben natürlich stehen. Is the assist going to be enough to come out on top? Oh, ouch! The fur really did fly. Okay. Zu beenden. Bino seinen ersten Starspielerpunkt. Verpasst. Mal sehen, ob wir jetzt auch direkt einen Touchdown schon schaffen können. Durch der Rarazal ist Those vermin are fast. Nicht in Reichweite. Kurzzeitig der Ton weg. Ich bin ein bisschen gewundert hier. So. Wenn wir einen schnellen Touchdown wollen, müssen wir den entweder mit dem machen oder mit Hexchen. Machen erstmal hier einen Block. Wir wollten ja mit dem Alucard den Touchdown machen. Deswegen behalten wir den Plan. That's a dangerous place to be.
mit dem Rarazzo mit dem Tischchen machen. Nicht mit dem Armkott. Not a wise place to end your turn on the border of the pitch. If the player gets pushed into the crowd, well, the last time that happened, it took 3 days to piece the body back together. So, ein bisschen mehr Unterstützung hier. Schadet nicht. Bini einmal nach vorne, soweit es geht. Ohne Go for it. Das Risiko gehe ich jetzt gerade nicht ein. Und der Pölle wird dann nach vorne laufen. Und den Ball erstmal. Schneller Pass, kurzer Pass, erstmal auf den Kampf. That's a good economical pass. Das sieht doch ganz gut aus. So. Bin gespannt. Es wird nur ein einziger von uns Waldelfen zum Boden gehen können, weil wir nirgendwo in der Tackle-Zone drin stehen bisher. Ich glaube, hier wird Steven moves like a brown streak. Well, that's one way to describe it. Bis jetzt ist der Weg auch frei zum Touchdown. Links mit Go for it. Ah, der Blitz kommt nach hinten, alles klar. Und dann noch ein Einser. Noch. Lähmt den Pölle. Schade, schade. Eine Pölle. So. Hier machen wir mal. Das könnte uns kosten. Einzelgänger. Ah, verdammt. Ja, die gehen beide zum Boden. The player's down. Turnover. Schade, schade. Und auch noch ein. Aber wir stehen noch gut. Also. Der wird wohl wahrscheinlich durchkommen hier. Und vielleicht von der anderen Seite ein, aber der Ball ist bei einem Kampftänzer eigentlich relativ sicher momentan. Okay, jetzt ist die Line zu. Come on, guys, together. They just got owned. That's what the cool kids are saying. Ja, es ist manchmal wichtig, diesen Skill zu haben. Also was heißt manchmal, eigentlich fast immer. Okay, jetzt müssen wir echt leiden, ne? This player likes to be well assisted in a fight. Okay, alle aufstehen. So, auch du aufstehen. Wir versuchen das jetzt hier folgendermaßen. Rarazzo blockt erstmal, blitzt erstmal den. On the edge of the field there, within grasping range of the fans, and they're looking hungry. Und bleibt und läuft dann hier hin. So, der Ballträger läuft hier hin. That's a dangerous place to be. Versucht ihn zu verteidigen. Und auch er hier wird zur Unterstützung dazukommen. Mal sehen. Kann auch sein, dass ich den Touchdown mit einem Kampftänzer machen muss. Aber der Plan bleibt weiterhin, den mit einem anderen Spieler als einem Kampftänzer zu machen. Also eben war es ja noch der Rarazzo, aber der steht jetzt halt auch relativ blöd in der Line. Unsere
Also was für Spieler hier werden geprügelt, geprügelt, geprügelt. Ja, der Alucard hat ausweichende Schaffen. Bei dem schafft man es nicht so einfach. Coach got everything done he wanted. Excuse my bad manners, but I gotta break in here. I love the sound of the Skaven when they're in pain. Sounds like victory. That player better get up. Nothing good comes from spending any time on the ground in this game. So, Zug ist frei. Um rauszulaufen. Dann machen wir doch das mal. I think they're waiting for the ball now. Or talking to the fans. Ich denke, das wird ein Touchdown von zu, wenn da jetzt nicht blöde Sachen passieren. Ladies and gentlemen, it's a touchdown! Sehr gut von zu. Any advice, Bob, for the side that's down two touchdowns? Make out your will and check your insurance policies. Keep away from the fans. Because they're not gonna be happy. All the knockout players are back on the field. How delightful. Possession is the key to winning, which must drive the coach crazy, as his team has just kicked it away. Versuchen wir das Ganze hier mal. Wir haben einmal noch einen Spieler zu wenig. Das Ganze mal relativ symmetrisch aufzustellen. Aber der Sieg ist uns nicht mehr zu nehmen. Bei 3-0 Führung und noch 4 Spielzüge für die Skaven. Team macht gute Arbeit. Yeah, smells like a good old fashioned fight. I bet the opposition didn't even see it go by. Against Skaven, I mostly relied on odor, Jim. When it smells like old cheese, I let it rip. Und da geht unser Einsatzspieler down. Okay, er macht Platz. Okay, das heißt, ich werde es wahrscheinlich wieder schaffen, auf den Ballträger zu gehen. Ah, jetzt hat er ihn wieder zugemacht. Und hang on, did you see that? Ah, we call that Nuffles Kiss. Nein, K.O. nicht bei. So. Dein Springen ausweichen, hier rüberlaufen. Oder. Hier ist schlecht. Hier ist auch schlecht. Ich glaube, hier rum ist es am einfachsten. Oder hier hinspringen und hier rum. Oder ich glaube, ich mache das erstmal auf dieser Seite. Nichts. Erstmal hier hin. Jump, jump. Jump, jump. Oh, what grace! What nimbleness! I'm totally won over. Blah, blah, blah. Sehr gut. Da ist der Ball fallen. Take down the ball, Jeremy. That's K.O. sogar. What? Not that, you whiskered git. Yeah! Let's finish on an upbeat and violent note. So, mit dem anderen Kampftänzer versuche ich da jetzt mal an den Ball ranzukommen.
Oh, what grace! What nimbleness! I'm totally won over. Blah, blah, blah. Not enough tackle zones on that ball. And now the opposing team has paid the price. Schutz für den Ballträger. Rarazal läuft jetzt mal da durch hier. Very nice moves. Sehr gut. Go on, catch him. That's easier said than done, Bob. Zu versucht immer durchzulaufen. Ah, da darf ich da. Ah, ich wollte ihn eigentlich auf der anderen Seite durchlaufen lassen. Und 50-50 Chance. Jetzt nehmen. Nein. Nämlich. Ja, hier außenrum wäre einfacher gewesen, als hier durch zwei Tech-Zonen durchzulaufen. Aber da habe ich wieder zu schnell auf OK gedrückt. They absolutely have to stop him. Or her. Whatever. Genau. Aber es ist gegen den Computer relativ merkwürdig, mit Waldelfen zu spielen. Die normalen Regeln gelten wegen den vielen agilen Spielern irgendwie nicht. Die kommen relativ durch normale Linien durch. Und das hat der Computer hier anscheinend nicht bedacht. So konnten wir jemals relativ fix den Ball holen. Put pressure on the ball. Can't argue with that. It's a solid tactic. If you kill the fool carrying the ball, then you stop him from scoring. Ja, der Rarazal ist trotzdem in Richtung Score unterwegs. So, Rarazal. Einmal Richtung Touchdown Zone. An unmolested enemy in the end zone? Not my day. So, und hier machen wir mal den Ballträger frei. Und Hexchen ab nach vorne. Und Pass. Pass! Well, let's start something exploding! Touchdown! 4-0 für den Nordpol. I'll keep that ball. The losers win in the time left. Läuft, würde ich sagen. And a few of the knocked out players return to the action. They're short of one player. That's a gap that can be filled. Despite being in the lead, this team now has to kick the ball to the losing squad. They'll want to get it back as soon as they can. Ja, wir müssen jetzt auch einen von unseren Leuten nach vorne stellen. Komm, Pölle. Es trifft dich. So, dann müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier ein bisschen zukriegen. Richtig zukriegen werden wir das nicht. So, ja, durch die Mitte können sie jetzt durchbrechen, aber das ist mehr, also Gegner noch zwei Züge, das wird nichts mehr. Ich darf meine Verteidigungsposition umstellen. So, weißt du, stellen wir den Pulli nach außen. Mit ihm nach außen. Da hat er nicht so gute Blocks. Haha, here's some friends. Tja. Also ein 5-0 kriegen wir nicht mehr hin, aber wir müssen jetzt eigentlich nur noch überleben. The ball is in the player's hands. Vielleicht kriegen wir den Ball nochmal, wir können ihn nochmal werfen oder so. We may see that player later, if they wait. Nee, will ich keinen Apotheker für verwenden.
Komm, ist wieder angelaufen. Danach haben sie noch einen. I haven't seen a rat run so fast since I fired your agent. Den Ballträger schon wieder ziemlich frei. Also ich werde da jetzt gleich wieder den Ball holen. Das ist mir jetzt relativ Wurst. Wenn der Computer ja nicht lernt. Sogar hier eine Gasse frei gemacht. Ah, fast. Alles klar. Hier rein. Oh, scheiße, ich habe vergessen, Blitz zu drücken. Egal. Springen. Nach vorne. Wiederholungshof. Oh, hat nicht geklappt. Na gut, das kann nicht immer alles klappen. Es kostet uns nicht das Spiel. Schafft er jetzt einen Touchdown hier? Hat er die Möglichkeit? Da wird gerade nicht angezeigt, aber müsste eigentlich bei Bewegung 9. Wenn jetzt keinen Unsinn macht, müsste das noch ein Touchdown für den Gegner sein. Na komm, mach ihn! Wir wollen sehen, was unsere Spieler für... Och, nee, jetzt macht er jetzt nicht noch einen Käfig oder sowas. Eins, zwei, drei, vier... Fünf, sechs, sieben... Ja, mit Go for it ist es möglich. Ah, er ist dumm. Oh, naja, gut. Wir gewinnen zu 0. Dieses Spiel. The ball is secure. Can the other team steal it away? Natürlich will ich ausweichen. Dafür habe ich den Alucard das doch gekauft. That player is so close to a world of hurt. Lauf, 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 so ist leider nichts mehr, oder? An incredible mess! I thought my heart would almost... Ersatzspieler ist Starspieler geworden. Das ist halt immer der Nachteil, wenn man die drin hat. Aber gut, es werden jetzt auch vier Stück. Also ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass wir da rein. Gut, gehen wir mal rein. Wir haben ja zwei Aufstiege. Was haben die eigentlich hier alle für Verletzungen gehabt? Verletzt. Jeden Verletzungswurf einen zugefügt. Okay. Was hatte sie? Ein Punkt Geschicklichkeit verloren. Mystikon. Auch ein Punkt Geschicklichkeit verloren. Naja. Anatal, Aufstieg. Okay, wir nehmen einmal Ausweichen. Und dazu. Oh, der hat einen Pasch. Das ist gut. Stärke. Was nehmen wir denn da? Unterstützen wäre ganz nützlich, glaube ich. Ich glaube, den gehen wir unterstützen hinzu. So. Das war wieder eine Folge mit den Nordpol-Spielern. Massive Bifford fan on Twerper has just sent you a rather intimate message, Bob. Would you like to take a look? Huh? Oh. What does ogre on ogre action mean?
Alles klar. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Blood Bowl. Bis dahin. Have fun, euer Quali. Tschüss. Meow, 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 meow